eine wohlberechtigte Frage. Nach diesem kurzen Cut. Wo geht's jetzt zu den Trockendocks? Was ist das hier? Radio oder was? Das Containergebäude sollte jetzt Strom haben. Lol. Die haben das ans Auto angeschlossen. Okay. Pauls Männer hatten sich die Aktentasche in Wills Wagen geschnappt und sie auf dem Tisch ausgeleert. Will hatte gesagt, dass er etwas aus seiner Aktentasche bräuchte, um den Riss zu stoppen. Ich fand nichts Besonderes, nur sein Handy und ein Schlüssel für den Bradbury Swimmingpool. Nichts, was einem ins Auge springen würde. Tja, der Swimmingpool. Monarch hat gerade Aufnahmen erhalten, die deine kleine Freundin zeigen, wie sie in vertraulichen Dateien von Monarch herumschnüffelt. Das sollte man hier besser nicht tun. Amy, ich muss zu ihr zurück. Nein, ich werde sie einsammeln. Wo bist du? Bin auf dem Weg zu Paul, zu den Trockendocks. Serene hat keine Priorität. Ich hol dich da raus. Wir treffen uns an den Trockendocks. Kanal 1 ist die Frequenz von Monarch. Hör den Funk ab, um ihn einen Schritt voraus zu sein. Und Jack, tu nichts Unüberlegtes. Niemals. Das hier ist doch wieder so ein Time-Dings. Nein, das ist einfach nur Schieß drauf und alles explodiert. Deckung. Tür geht auf. Das war knapp. Ach, nö, das... HQ, es gab gerade eine Explosion in der Nähe der Gewinnungsanlage. Ja, rate mal, wer das gewesen sein könnte. Charlie, geh aus der Leitung. Striker-Team, Verteidigungsstellung um Ground Zero errichten. Verstanden. Wie jetzt? Muss ich hier nicht hoch? Hätte ich jetzt so gesagt. Aber vielleicht muss ich auch einfach irgendwo anders lang. Ich weiß es doch nicht. Kann ich die Leiter benutzen? Warte mal. V. Ach, Mensch. Ich kann ja... Ach, stimmt. Ich kann ja die Zeit manipulieren. Da war ja was. Ganz vergessen. Lachen tut weh. Dürfen wir nicht. So. Wir sind mal auf der Suche nach Paul. Da ist eine Leiter. Na, meine Herren. Ich habe Wills Labor sofort erkannt, als ich die alte Werbetafel darauf sah. Den Bereich, den wir Ground Zero nennen. Es war klar, dass das Labor das Zentrum von Monarchs Operation war. Ich wollte sehen, was dort drin war. Und es schien der einzige Weg zu den Trockendocks und Serene zu sein. Ich habe Neuigkeiten. Safeguard Squad überprüft die Explosion. Striker-Team errichtet eine Verteidigungsstellung um Ground Zero. Ein ganzes Striker-Team? Für einen Typen? Der Vorfall an der Universität hat das HQ nervös gemacht. Der Typ wird zerlegt wie eine beschissene Pinata. Ihr Schwätzer. Gleich im Visier! HQ, Feuer auf Ziel wird eröffnet. Ende! Sie kommen. Was ist denn hier los? Vorhin hat er so gut so geschossen. Pistole, ne? Sag mal, was bist denn du, ey? Zeig dir überhaupt, soll ich überhaupt fragen, was das für einer war? Mal kurz scannen. Alter, das ist eine miese Nagelpistole, die ich hier habe. Verstärkung nähert sich der grünen
Zone. Greifen Ziel an. Alter, zwei von denen hintereinander und beide treffen direkt, dann mache ich nichts. Ich weiß nicht, ob ich die Bomben für die aufheben muss oder was. Die sind unglaublich schwer auszuschalten, weil man kann sie auch nicht einfrieren. Das funktioniert bei mir nicht. Ach ja. Ihr Schwätzer, ey. Da muss ich wahr sein. Ich habe Wills Labor sofort erkannt, als ich die alte Werbetafel darauf sah. Den Bereich, den wir Ground Zero nennen. Es war klar, dass das Labor das Zentrum von Monarchs Operation war. Ich wollte sehen, was dort drin war. Und es schien der einzige Weg zu den Trockendocks und Serene zu sein. Willst du mich verarschen? Wieso ist denn der nicht... Ich kann ihn nicht töten. Ich erhole mich mal kurz. Dann vielleicht direkt da oder was? Ja. Leeres Magazin! Sperrfeuer! Feuer auf Ziel! Halte! So, machen wir die ganze Sache ein bisschen direkter. Verstärkung nähert sich der grünen Zone. Greifen Ziel an. Hier sich von mir versteckt, der Lump. Striker One, es gibt hier Anzeichen für eine Anomalie. Safeguard, ich will, dass Joyce Ding festgemacht wird, bevor es zur Anomalie kommt. Magazinwechsel! What the? Na, wenn das nicht Joyce ist. Das. Nette Fahrkünste, Jungs. Na, ich bin dann mal raus, ja. Warte mal, kann ich. Kann ich den manipulieren hier? Oder kann ich da einfach oben rüber? Dankeschön. Was ist das da? Ach, die Herrschaft mit den Chronopartikeln. Paul hat für seine Männer diese Technologie entwickelt, um sich durch die Anomalien zu bewegen. Er wusste, dass es zu dem Riss kommen würde. Trotzdem versuchte er nie, ihn aufzuhalten.
Hier muss ich ein bisschen mehr mit Schild arbeiten. Errungenschaft freigeschaltet, Sommerzeit. Den haben wir. Da fehlt ja nur noch einer. Will hat Ihnen nie erzählt, was er in dieser Werkstatt tat, im Ground Zero? Nein, nie. Er versteckte diesen Teil seines Lebens vor mir. Nichts hatte mich auf diesen Wahnsinn, der mich dort erwartete, vorbereitet. Und selbst das war nur eine Einleitung zu den schlimmen Dingen, die später genau an diesem Ort passieren würden. Das ist einfach nur sick. Ich kann ihn ja so ein bisschen durch die Gegend schubsen. Na, was hast du denn, hä? Na, was hast du denn? Wo habe ich dich denn jetzt hingeballert? Ach, jetzt ist er wieder zurückgespult. Wenn er sich zu weit von seinem Anomaliepunkt zurückbewegt, wegbewegt, wird er wieder zurückgesetzt. Durch die Zeit selbst. Ziemlich geil. So, mal gucken. Hallo? Es ist der einzige Weg. Durchs Labor direkt. War ich das? Zutritt strengstens verboten. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist eher eine Richtlinie als eine Vorschrift. Boah. So kann man das sehen, ne? Muss man jetzt nicht direkt, sagst du? Was zur Hölle? Was ist das? Du folgst dir selbst. Okay, warte mal. Ist da sonst noch was hinter mir? So ein paar Chronopartikel wären halt schon schön, ne? Was zur Hölle? Was ist das? Das ist bereits geschehen. Die Frage ist, kannst du das, was passiert, überhaupt aufhalten? Also... Oder passiert es einfach immer wieder? Also um es aufzuhalten, müsste man ja eigentlich nur dafür so... Ich habe ganz ausdrücklich kupferkaschiertes Niob-Titan. Will. Dafür sorgen, dass er nie aus Bangkok abreißt. Dann wird die Maschine nicht angeschaltet und so weiter. Als ob er uns gehört hätte. Man kann es mit Worten nicht beschreiben. Will war weg, aber... Nicht so ganz. Er war überall um mich herum. Dieses ganze geheime Leben, das er nie erwähnt hatte, alles, wovor er mich beschützen wollte. Es umgab mich. Ein Rätsel. Gefangen in zerbrochener Zeit. Wir dachten alle, er würde seine Forschungsgelder verschwenden. Seine Karriere aufs Spiel setzen, nur weil er von einem fehlgeschlagenen Experiment besessen war. Das ließ er uns glauben. Was er dort entwickelt hatte, war absolut kein Fehlschlag. Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert, ja. Ich brauche für ein weiteres Jahr Forschungsgelder. Bitte, tun Sie das nicht. Hallo? Oh Mist. Und er musste seine Forschung verkaufen, oder was? Oh shit. Gegenmaßnahme. Ich hoffe, mein Gott, dass das funktioniert. Will. Das ist die Gegenmaßnahme. Okay. Dieser kleine Kasten. Was ist hier los? Puh.
Paul. Komm mit mir. Wir können das überleben. Du bist die Einzige, die sah, was ich gesehen habe. Tu es nicht, nein! Gib mir das Gerät. Was, wenn sie falsch liegen? Waren das gerade alternative... Ich wusste, dass dort etwas völlig schiefgelaufen innen war. Hätte ich was gesagt. Aber es war verschlüsselt. Unmöglich zu lösen. Alternative Realitäten? Einmal war sie tot, einmal war sie lebendig und dann waren noch ein paar Bilder dazwischen. Was ist das? Du, ich... Als ob... Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass... Als ob das noch nicht geschehen wäre, geschrieben... Weißt du, was ich meine? Dass der Pfad noch nicht bestimmt ist. Warte mal. Irgendwo hier muss ich doch hoch, oder nicht? Boah, ist das durch hier. Die Tage verrinnen. Da muss ich einfach nur rein. Hier? Komme ich nicht von hier? Ach nee, hier ist eine Treppe. Halt, was ist das da? Huch. Ich habe irgendwas, irgendein Ereignis freigeschaltet. Also, Quantenwellen, Informationen, okay. Immer halt so ein bisschen umgucken, ob hier nicht irgendwo noch so ein Quantending rumliegt. Er wird verhaftet werden. Also jemand wird verhaftet werden. Es war überwältigend. Alle unbeantworteten Fragen, die ich hatte, wurden durch das, was ich in der Werkstatt gesehen hatte, noch bohrender. Die Ereignisse bei der Universität waren Teil von etwas viel Größerem. Etwas, was vor 17 Jahren begonnen hat. Okay, Trockendocks. Zu den Trockendocks. Bin fast da. Ich muss zu Paul gelangen. Muss man sich mal überlegen, dass man selbst keinen Willen hat und wir alle in einer Zeitschleife sind und es nicht wissen. Hier ist noch ein Dokument, das ich mitnehmen kann. Mhm. Düdüdüdüdüd. Ja, es ist so ein bisschen Storyline, Parcours, Schrägstrich... Ich weigere mich zu gehen, während Jack noch hier ist. Shooter. Ich muss... Paul, dein Zustand ist kritisch. Der Stress. Wenn du deine Medikamente nicht nimmst, du weißt, was passieren könnte. Komm zur Insel. Dann kannst du sofort deine Medikamente einnehmen. Wenn die Gala beginnt, bist du wieder ganz der Alte. Das gefällt mir nicht. Aber du hast recht. Immer besorgt um mich. Startet den Helikopter. Nein. So leicht kommt ihr nicht davon. Ich weigere mich zu gehen, während Jack noch hier ist. Das Ding ist, ich wollte eigentlich den Lifter da zurücksetzen. Aber das war nix. Was habe ich denn jetzt gemacht? Was denn jetzt? Ist das Spiel abgestürzt? Ernsthaft? Ich habe da drin irgendwas... Spiel fortsetzen. Etwas stimmte mit Paul nicht. Chronon-Syndrom. Er hatte seine Kräfte schon viel länger als ich, aber was war die Ursache? War ich auch krank? Oder war es seine Zeitreise? Ich wusste es nicht. Und es machte nichts von dem, was er getan hatte, weniger verabscheuenswert. Das Spiel konnte damit nicht richtig umgehen, dass ich die beiden gerade umnieten wollte. Einfach so. Das war zu viel fürs Spiel. An
Jack. Ist halt so ein bisschen Side-Story, ja, aber... Die Hauptstory ist schon so riesig. Kommt ja gar nicht hinterher. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um, da noch ein bisschen, was ist hier noch? Da ist der richtige Weg, also gehen wir hier hin. Riesiges Areal hier hinten, ne? Aha, ich hab's auch piepsen hören. Cool. Hey. Na bitte. Eins von sieben. Im vorigen Abschnitt waren es eins von neun. Gibt es hier also doch so komische... Also ich weiß nicht, ob ich die Container vielleicht doch irgendwie aufkriege. Ja. Jack, versteh doch, Will hat mir keine Wahl gelassen. Was ist nur mit dir geschehen? Kämpfen ist zwecklos. Du hast ihn umgebracht. Ich werde es dir erklären, wenn die Zeit reif ist. Wir sehen uns heute Abend auf der Monarch Gala. Gala? Die Zeit endet und du schmeißt eine beschissene Party. Wenn die Zeit endet, tut es mein Nein, Plan hier nicht. Und jetzt. Ich gehe nicht doch, auf diese... Das tust du. Ich habe es bereits gesehen. Was hast du gesehen? Was soll das alles? Auf Wiedersehen, Jack. Nein! Noch ein wenig Chrono. Holen wir uns erstmal die ganzen Standardsachen, würde ich sagen. Größer Explosionsradius, das ist immer... Nicht verkehrt. Kosten 2. Ah, schade. Kosten 4. Kosten 1. Bestätigen. Grundausstattung haben wir. Ein nicht allzu spannender Bereich. Was geht ab, ihr Deppen? Also ich habe mir Amy Farrow genau angesehen. Nichts wirklich Überraschendes dabei. Gute Noten, keine Studienkredit, denn Daddy hat ordentlich Kohle beliebt. Das klassische Ich bin besser als ihr, weil ich so warmherzig bin. Parkiert und studiert nichts. Side Story halt. So, wir gucken mal uns ein bisschen um. Dass ich mich hier aufmunitionieren kann, macht mir ein bisschen Sorgen. Da drüben ist ein Helikopter. Schießt er auf mich? Nein. Sir. Paul! Stopp! Komm zurück, verdammt! Nein. Mm-hmm.